Und zurück zu Dragon Age Origins und DLC Lelians Dito. Das ist mein Spielstand. Ich bin schon sehr weit gekommen. Also mein Spielstand für das Hexenjagd DLC. Das ist mein Nadia und das ist Lelia, wie sie später aussehen wird. Ja, sie hat die Frisur anders. Die Stimme ist, glaube ich, auch ein bisschen anders. Naja, egal. Also auf jeden Fall ist das hier mein Charakter für die Hexenjagd DLC. Das muss ich ja noch zu Ende spielen. Das ist ja vom Origins, das muss ich zu Ende spielen und dann bei Hexenjagd importieren. Gut, aber wir machen jetzt Lelianas Lied weiter. Und wenn Lelianas Lied fertig ist, machen wir mit Askarin weiter in Dragon Age Origins. Hier wäre zum Grauen Wächter und Darien hier. Hat seinen Auftritt immer weggegeben. So, Leliana. Wir waren wo? Im Anwesen eines Adligen. Genau, wir sollten ja irgendein Dokument dahin bringen. Für Marjolaine. Soweit ich mich erinnere, genau. Wir hatten ja schon viele Gegner ausgeschaltet. Gut. Ja. Also rein. Das Hauptschlafzimmer. Wir können die Papiere im Schreibtisch deponieren. Erstmal looten. Natürlich. Handschriftliche Dokumente, Teil der Messlichen. Rüstung und Gold. Ja. Ablageort. Das sind orlesianische Siegel. Beeil dich, wir überstrapazieren ihre Gastfreundschaft. Papiere sind aus Orlean. Marjolaine, das sind Siegel des orlesianischen Militärs. Es geht nicht darum, den Adel bloßzustellen. Was weiß ich, was diese Leute verärgert? Ich hatte den Eindruck, du kennst sie ziemlich gut. Das reicht jetzt, Leliana, wir müssen weiter. Das gefällt mir nicht. Später, Leliana. Los jetzt. Ich will nicht darüber reden. Was? Wo? Wo sind wir jetzt? Aha, in unserem Versteck, also. Gut. Ah, und wir können aufsteigen. Gut, das ist auch toll. Genau, als Nahkampfschurke braucht man ja mehr Klugheit. Später für irgendein Skill, ich weiß nicht, welcher das war. Irgendein Skill war es, das ist das. Wichtig, Moment. Ja. Ja, das ist blöd. Den Doppelschlag hätten wir sein lassen müssen. Nein. Moment. Mal ganz kurz. Vielleicht irgendwas Passives oder so. Zwei Waffen. Machen die zwei Waffen, glaube ich, voll. Ja. Gut. Drei, sechs, zwei im Sinn? Nein. Wo bist du am Ziel? Hä? Und immer noch nicht? Ups, da fehlt er. Ah, jetzt. Drei, sechs, zwei im Sinn. Ihr seht ein wenig verstört aus, Kleine. Wundert euch diese Frage nicht? Bereitet es euch keine Sorgen, dass wir hier sind? Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Meine Geldbörse folgt Marjolaine. Sie hat einen Blick für Geld. Aber wenn wir geschnappt werden... Wenn ihr geschnappt werdet. Ich weiß nie, was ihr so treibt. Und genau so mag ich es auch.
Der Part ist mir bei ihm nie aufgefallen. Zeigt mir einfach, was ihr auftreiben konntet. Oh, vielleicht können wir ja überflüssigen Kram verkaufen. Ja. Oh jo, eigentlich. Wir sind ja Nahkämpfer bei der Eliana. Sphäre den Magier. Oh genau, wir können ja auch die anderen auswählen. Der Zauberer Ronen Robe aus Devinta. Was ist so? Plus 3 Zauberkraft. Und das so. Rigs Stiefel des Macht. Oh ja. Das all die. Ah. Gucken. Aber. Überlegen, was hat denn unser Magier überhaupt für eine Skillung? Das ist, kann ich jetzt nicht nachgucken. Oder nein, kacke. Wächter des Nordens plus mit 20 mentale Widerstandskraft. Irgendetwas? Für euch und Marjolaine doch immer. Ja. Moment. So. Beutel aus. Beutel der schwarzen Hahn. Ja. Mit. Anders kriegen. Und dann morgen immer. Klingt auch ganz gut. So, haben wir noch irgendwas? Rückhände. Prozent Schaden. Euch Angreifer. Ja. Gut. Ich sage, pass mal an. Da haben wir hier noch was. Und um. War ja gerade noch ein Voll, alle. Drei. Ich schau mal. Dingens ausrüsten. Was ist? Ein Gift für die Waffe. Wollte mal hier irgendwas zum Verkaufen. Was? Winter, hi. Gott. Sonst haben wir. Ja. Haben wir alles? Eliana, bitteschön, du ziehst hier an. Oh. Die Waffe jetzt. So noch. Das hier, zack. Ja, mit meinen Leuten. Was ist das? Wir rauben den Aal aus und er kocht denselben Haferbrei wie immer. Ich könnte einen Stein reintun, dann fühlst du dich gleich wie zu Hause. Baumküsser. Steinfresser. Beide. Oxygen Pack. Dann ein Codex-Eintrag. Ich lese das vor, es ist nicht so lang.
Ich erinnere mich. Tok. Tok war ein Zwerg, der für Fremde nur wenige und selbst für Freunde nur ausgewählte Worte übrig hatte. Er passte nicht im geringsten nach Orlais, beriet jedoch niemals, warum er seine Heimat verlassen hatte. Ich akzeptierte seine Begleitung und Freundschaft in dem Wissen, dass er seine Wünsche und Bedürfnisse preisgeben würde, sobald er dazu bereit wäre. Als ich ihn zum ersten Mal nach den Seidentüchern fragte, musste er lachen. Wenn wir uns in der Schatzkammer irgendeines Adligen die Taschen mit Edelsteinen vollstopften, durchwühlte Tok immer die Wäsche. Die Tücher waren ein zweckmäßiger Luxus für ihn. Denn man kann nie wissen, wie gut auf Reisen die Möglichkeiten sind, sich an bestimmten Stellen zu waschen. Irgendwann sagte er einmal viel zu laut, er hätte sich selbst verweichlicht in seine Spielen verloren. Ich vermute jedoch, dass es ihm dabei nur darum ging, Sketch erbleichen zu lassen. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Es war gerade mal irgendein Nachbar gewesen. Ja, irgendwas wollte. Naja, egal. So, Liliana. Gutes Mädchen. Der Doppelschlag. Und dann machen wir ihn weg. Den brauchen wir nicht. Ja, das können wir beliebig lang ziehen bis hier hinten. Alles gut. Das habe ich auch erst sehr spät bemerkt. Als ich bei meinem privaten Spielstand noch ein paar Zauber und so bekommen habe, habe ich mich gewundert, warum die nicht angezeigt wurden. Also habe ich das zufällig gefunden. So. Den reden wir jetzt. Mit dir. Bist du etwa mit Kochen an der Reihe? Ich muss einfach irgendwas tun. Das Anwesen des Aals? Und diese Soldaten? Die Templer sollten die Magier in Ruhe lassen und lieber Jagd auf Leute wie Marjolaine machen. Du siehst etwas feminin aus mit deinen langen Wimpern. Naja. Was? Und die Jagd auf Marjolaine machen. Wie würdest du es wieder in Ordnung bringen? Warst du auch überrascht? Ich hatte schon Angst, ich sei die Einzige, die nichts von dem Plan wusste. Du bist doch diejenige, der sie alles erzählt. Warum bist du dann mitgekommen? Ein abtrünniger Elf muss dafür sorgen, dass er immer in der Nähe seiner Freunde bleibt. Ich kann schon allein aufgrund eines Gerüchts gehängt werden. Unbeabsichtigter Hochverrat ist da vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Wie willst du es wieder in Ordnung bringen? Ich mache mir auch Sorgen, aber wir bringen es wieder in Ordnung, irgendwie. Wir sollten einfach untertauchen, anstatt abzuwarten, bis wir geliefert sind. Du willst nicht zurück nach Olle? Es gibt nicht viel, wohin ich zurückkehren könnte. Und wenn sie erst einmal glauben, dass ich eine Gefahr für das Land bin, bleibt noch viel weniger. Ich bin mit ihr über die Barriere. Ich muss mit Marjolaine darüber reden. Und zwar schnell. Ein Glück, dass ich das nicht machen muss. So, hier noch irgendwas hier gehabt? Warum ist das nur nicht? Dann mal hier Geschicklichkeit bringen. Warum können wir auch so verkaufen gleich? Verstärke und Geschicklichkeit. 20 mentale Widerstandskraft. Dann nimmst du das und fertig. Mal Tuck reden, vielleicht müssen wir dann wieder rausgehen. Alles. Irgendetwas Hübsches im All. Bam bam. Genau. Tuck. Nun, Marjolaine steckt voller Überraschungen. Ich muss einfach mit ihr über die Papiere sprechen, oder? Es scheint, als hättest du dich bereits entschieden. Wusstest du etwas über den Auftrag? Hat Marjolaine dich auch im Dunkeln gelassen? Das tut sie doch immer. Nein, nicht immer. Das mag vielleicht für dich gelten. Ich erfahre nur, wo und wann. Und meistens reicht das auch. In Val Royaux war es sowieso ziemlich ruhig. Außergewöhnlich ruhig, um ehrlich zu sein. Was willst du tun? Wir müssen etwas tun, bevor die Sache zu einem Problem wird, Tuck. Aber was?
Naja, ich würde einfach mein Geld nehmen und wieder nach Orlais abhauen. Ich habe da eine Kleine, die ganz heiß darauf ist, ihren adeligen Gatten für mich zu verlassen. Wir haben einiges veranstaltet, um den Markt entsprechend vorzubereiten. Irgendjemand wird wissen, dass wir hier waren. Marjolaine hat einflussreiche Leute in der Hand. Sie weiß, wie man mit Verrat fertig wird. Ja, vielleicht. Wir sind meine Sorgen berechtigt. Vielleicht mache ich mir ja zu viele Gedanken. Diese Papiere waren nicht Teil des vereinbarten Auftrags. Sie stellen ein besonderes Risiko dar. Dann solltest du sie wissen lassen, dass du dir auch Sorgen machst. Ob sie davon weiß und ob es sie interessiert, sind zwei verschiedene Dinge. Moment. Doch auch noch irgendwas? Das außergewöhnlich ruhig, um ehrlich zu sein. Ihr habt euch auf die Erinnerung konzentriert. Marjolaine hat diese Mission seit Monaten geplant. Sie hat dafür sogar ein paar Aufträge abgelehnt. Das hat uns ausgehungert und ein wenig blind werden lassen. Aber bestimmt nicht mit Absicht. Natürlich nicht. Was willst du tun? Wir müssen etwas tun, bevor... Achso, das haben wir ja schon. Ups, Entschuldigung. Ja, vielleicht. Ich rede mit Marjolaine. Ich bin mir sicher, das alles ist nur ein Missverständnis. Wir können es wieder in Ordnung bringen. Das wird sie nicht gerne hören. Gut. Dann haben wir jetzt alles. Okay, Magier, das können wir später unseren Magier alles geben. Ah. Gut. Sieht alles gut aus. Irgendetwas kriegt ihr auch noch. Für euch und Marjolaine doch immer. Da. Da. Mal. So. Zack. Und mit der alten Reden? Ja, machen wir. Wird erledigt. Meine Sorge war also berechtigt. Das spielt keine Rolle. Vergiss nicht, mit wem du sprichst. Stell mich vor den anderen niemals in Frage, Liliana. Weder auf einer Mission noch sonst wo. Das Spiel ist eine Sache. Wir spielen die Adligen gegeneinander aus und die Mächtigen sehen weg. Es ist nur ein Spaß. Aber diese Papiere... Wenn das olesianische Militärsiegel sind, ist es Hochverrat, sie nach Ferelden zu bringen. Bei Hochverrat sieht niemand weg, Marjolaine. Sie werden uns öffentlich hängen. Meine Schöne, so verloren an einem fremden Ort. Ach, geht es darum, dass du mich mit diesem Offizier gesehen hast? Es geht darum, dass du uns alle in Gefahr bringst. Du hast uns damit überrumpelt. Hätte ich davon gewusst, hätte ich es dir ausgeredet. In Orlais warst du nie so zögerlich. Vielleicht habe ich dich einfach zu früh von der Straße geholt. Marjolaine, bitte. Du lässt mir keine Wahl. Wir werden es rückgängig machen, nur für den Fall, dass irgendjemand es herausfinden könnte. Das wird nicht einfach. Vergiss nicht, dass du darum gebeten hast. Doch, wir sind dann sicher. Ich danke dir, Marjolaine. Unser Leben ist auch so schon aufregend genug, nicht wahr? Halte dich bereit. Ich brauche einen Moment. Wo sind wir jetzt? Ja. Aber ob sie uns wirklich hilft. Das sehen wir. Am nächsten. Oh, wieso hast du jetzt die Waffen aus, Liliana? Uns wirklich hilft. Marjolaine. Was? Und beim nächsten Mal. Ich gehe zu meinen Kumpels. Und sage. Ja. Bis zum nächsten Mal.